4,26 Meter oder 4,20 Meter, 150 kW oder 160 kW oder konkret gesagt VW ID.3 oder Renault Megane E-Tech? Das schauen wir uns in diesem Video an. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zu einem neuen Vergleichsvideo in einer Kategorie, die früher vielleicht mal Golfklasse hieß und ob VW es verdient, dass wir sie zukünftig ID.3-Klasse nennen, ja das wird sich hoffentlich im Laufe des Videos herausstellen, denn wir vergleichen heute zwei Kompaktklasse-Fahrzeuge. Einmal den VW ID.3 hier in der Pro-S-Variante mit 58 Kilowattstunden Akku und den Renault Megane E-Tech mit ungefähr 56 Kilowattstunden Nettokapazität. So rum. Die beiden Fahrzeuge haben 62 bzw. 60 Kilowattstunden brutto. Und was gibt es sonst noch in der Kategorie? Den Cupra Born, der basiert auch auf MBB-Plattform. Es gibt aber auch zum Beispiel den MG4, der nächstes Jahr in Deutschland starten wird. BYD kommt mit Kompaktklasse-Fahrzeugen auf den europäischen Markt. Also da tut sich einiges. Und Renault und VW sind da eben Vorreiter. Den Renault Megane gibt es im Übrigen auch noch als normalen Megane, nicht nur als E-Tech. Da sieht er komplett anders aus. Das ist ein Fahrzeug, was ich früher selber mal gefahren bin, bevor wir hier nur noch E-Autos für euch getestet haben. Und wenn ihr zukünftig das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr spätestens jetzt den Kanal abonnieren. Wie ihr es gewohnt seid bei Vergleichsvideos, starten wir jetzt aber erst einmal mit dem Roundup. Obwohl die Fahrzeuge von ihren Maßen sehr ähnlich sind, finde ich, dass sie sich dann doch im Design sehr unterscheiden. Das liegt nicht zuletzt auch an der Formgebung des ID.3, der eine sehr aufgeräumte und klare Front hat, während beim Renault Megane sehr, sehr viel passiert. Das bedeutet aber nicht, dass mir der Megane nicht weniger gefällt. Ich finde eher, dass im Vergleich der ID.3 etwas günstiger daherkommt. Ja, zugegebenermaßen, wir haben hier auch nicht die Höchstausstattung im ID.3 und hingegen aber die Höchstausstattung im Megane. Gerade aber die goldenen Elemente und auch, ja, dieses Verspielte, das ist schon hochwertiger. Der ID.3 hat hier normale LED-Scheinwerfer und den Megane gibt es immer nur mit den normalen LED-Scheinwerfern. Im ID.3 könnt ihr euch optional Matrix-LED hinzubuchen, dann habt ihr auch ein durchgängiges Leuchtenband. Im Megane gibt es so eine Option nicht. Im Seitenprofil sieht man im ID.3, dass er deutlich höhere Fensterlinien hat. Der Megane kommt da leider nur mit sehr kleinen Fenstern daher. Das merkt man dann im Innenraum auch sehr. Mir gefallen aber die ausfahrbaren Türgriffe im Megane. Das wirkt einfach schnittiger und mehr nach einem E-Auto. Die Heckscheibe ist im ID.3 wieder deutlich größer als die im Megane. Optional gibt es ja dann im Innenraum einen digitalen Spiegel, aber ich würde mir hier schon wünschen, dass man von Haus aus mehr sehen kann. Das Heck ist im ID.3 wieder ähnlich aufgeräumt wie die Front. Wir haben einen schwarzen Kofferraumdeckel. Da ist der Megane schon deutlich, ja, ansprechender, finde ich, durch diese verschiedenen Elemente und nicht zuletzt auch durch das durchgezogene Leuchtenband, was dann mit verspielten Elementen in der Heckleuchte sehr, sehr stimmig aussieht. Aber wie immer, bildet euch hier gerne anhand der Aufnahmen einen eigenen Eindruck. Wie immer möchte ich an der Stelle auf InstaDrive verweisen. Das ist unser Kanalpartner, wenn es um das Thema Auto-Abo geht. Schaut da gerne mal unterhalb des Videos in der Beschreibung vorbei. Mit dem Code Jonas bekommt ihr 5000 Kilometer on top auf eure Laufleistung und könnt damit noch mehr mit eurem Auto fahren. Ihr habt da alle Kosten dabei, seien es die Leasingkosten, die Versicherung, Steuern, Service und auch die Achtfachbereifung beispielsweise. Da lohnt es sich wirklich vorbeizuschauen. Günstiger kann man kaum Auto fahren. Bei schönstem Herbstwetter werden die Fahrzeuge natürlich auch ein bisschen dreckig und dementsprechend verzeiht uns die Optik. Wir schauen uns jetzt aber den Kofferraum an und dabei können wir den beim VW einmal hier öffnen, indem wir das VW-Logo wegklappen und dann nach oben ziehen. Bei Renault ist es ein bisschen anders gelöst. Auch wenn wir ein riesiges Renault-Logo hätten, müssen wir hier unten auf einen Knopf drücken. Dann springt die Heckklappe hervor und wir können sie ebenfalls aufziehen. Bei beiden Fahrzeugen gibt es keine elektrische Heckklappe, benötigt man aber auch eigentlich nicht in dieser Fahrzeuggröße. Gab es früher nie und warum soll die jetzt elektrisch sein? Nur weil wir ein rein elektrisches Fahrzeug haben. Der Kofferraum an sich ist sehr ähnlich aufgebaut, heißt, wir haben relativ hohe Ladekanten. Und wenn wir uns jetzt einmal im Detail das Ganze anschauen, dann seht ihr
ich hier im Megane gerade meinen Kamerakoffer und der passt relativ okay hinein, aber da ist nicht mehr zu viel Platz. Was wir aber haben, ist nach unten hin eine Verstaumöglichkeit, wo beispielsweise der Energy Kick hineinpasst, aber eben auch ein Ladekabel und so könnt ihr nach unten hin zumindest nochmal einiges verstauen und das ist möglich, weil der Megane einen reinen Frontantrieb hat. Das schauen wir uns auch später nochmal im Video an, was das für die Fahreigenschaften dann für Konsequenzen hat. Im Verstaubereich heißt es aber, dass wir hinten nach unten hin noch mal mehr Platz haben. Beim VW auf der anderen Seite haben wir einen Ticken mehr Kofferraum. Da ja, zahlen sich im Endeffekt diese 6 cm mehr Karosseriegröße aus und dementsprechend haben wir hier auch mehr Platz. Ich habe jetzt hier meinen Rucksack drin liegen, den könnte ich aber auch nach hinten schieben, dann hat er noch mal mehr Platz und wir haben auch nach unten hin ein bisschen Verstaumöglichkeit, aber nicht zu viel und wir haben auch optional einen doppelten Ladeboden. Insgesamt ist das Ganze also, ja, sagen wir, ähnlich, auch wenn der VW hier leicht vorne liegt. Für euch ist es dann im Endeffekt wichtig zu wissen, was ihr eben im Alltag benötigt. Und ich sag mal so, in der Klasse habt ihr da zwei sehr vertretbare Kofferraumvolumina an der Stelle, die eben beide die alltäglichen Sachen ja mitnehmen können und wo ihr dann eben die Möglichkeit habt, Einkäufe, aber auch eben mal Sachen für den Urlaub zu verstauen. Wir machen beide zu und kümmern uns um den Innenraum. Wenn der ID.3 ein Gegenentwurf zu klassischen Fahrzeugen sein sollte, dann ist der Megane definitiv ein Gegenentwurf zum ID.3. Denn während das Fahrzeug, wie wir es gerade gesehen haben, ja relativ viele Elemente anders macht, ist hier im Renault ziemlich viel gleich behalten. So haben wir ein sehr, sehr großes Fahrerinfodisplay direkt hinter dem Lenkrad. Das ist schön hochauflösend und hat wahlweise immer groß die Karte oder entsprechende Fahrinformationen. Und dann gibt es optional noch hier dieses riesige 13 Zoll Display. Das ist in der Standardvariante 9 Zoll groß, geht dann ungefähr bis hierher und dann rutscht sowohl die Klimasteuerung als auch dieses kabellose Ladepad hier eine Ecke nach oben. Das ist dann trotzdem noch schön integriert und ist einfach cool designt, denn so hat man die Möglichkeit, auch zwei verschiedene Displaygrößen in diesem Innenraum zu beherbergen. Mir persönlich gefällt das Infotainment sehr gut, auch mit Android Automotive und trotzdem der Möglichkeit, sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto drauf spiegeln zu können. Und insgesamt muss man sagen, hat man hier im Innenraum eine sehr, sehr gute Materialwahl, aber auch eine sehr gute Materialanmutung. Denn sowohl das Lenkrad als auch alle anderen haptischen Elemente fühlen sich sehr, sehr gut an. Und ich mag es zum Beispiel, dass so kleine Features wie hier dieses Holzdekor, was eigentlich gar kein Holz ist und wenn man genau hinschaut, auch aus ganz vielen kleinen Quadraten besteht, sehr, sehr hochwertig daherkommt und eine schöne Mischung gibt, dann auch zum Beispiel mit Metallelementen, die sich auch hier vorne nochmal fortsetzen. Und es fühlt sich an allen Stellen, wo man die Arme zum Beispiel auflegt oder wo man mit den Händen hingreift, sehr hochwertig an. Was ich sehr cool finde, ist die große Mittelarmlehne hier, die einfach klassisch gehalten wurde, die dann auch noch Verstauraum ermöglicht und das Ganze ist einfach ein Stück weit abgeschlossener, ohne einen riesigen Tunnel zu kreieren, denn man hat hier trotzdem sehr viel Luft und Freiheit und kann hier unten auch beispielsweise eine Tasche oder große Flaschen hinstellen. Und so ist das Innenraumkonzept wirklich gut abgestimmt. Ein kleines Manko, muss ich sagen, sind diese drei Wahlhebel hier auf der rechten Seite. Dann haben wir einmal den Mediensteuerungssatellit, dann haben wir hier im oberen Bereich die Steuerung von den, ja, von den Scheibenwischern und so weiter und darüber dann auch noch den Gangwahlhebel. Das ist ein bisschen viel hier drüben und auch gerade der Gangwahlhebel wirkt da ja einfach so ein bisschen nach oben abstehend und sehr leicht irgendwie. Das hätte man vielleicht schöner lösen können und ich bin auch kein Fan, dass wir weiterhin einen Startknopf haben. Das geht ja bei E-Autos eigentlich auch rein nur durch das Drücken der Bremse. Da springt das Fahrzeug aber nicht an. Aber ansonsten muss man sagen, fühlt man sich hier drin sehr wohl und die ganzen technischen Raffinessen, wie auch zum Beispiel ein digitaler Innenspiegel, der dann die Heckscheibe so ein Stück weit kompensiert, die ja viel zu klein ist und optional euch da eben ein Kamerabild nach hinten gibt. Das ist sehr gut durchdacht und trotzdem modern. Und dabei starten wir mit dem VW ID.3, wo sich VW wirklich was getraut hat. Denn wenn man nur die Innenräume der letzten Jahre angesehen hat, dann war da immer eine konstante Weiterentwicklung, aber nie so ein richtiger Sprung. Und das hat VW definitiv mit der ID-Plattform und den MEB-Fahrzeugen gewagt. Und dementsprechend sitzen wir jetzt hier in einem komplett neu gestalteten Innenraum. Man muss aber auch sagen, wir haben hier keine Höchstausstattung. Das heißt, das optionale Glas-Panoramadach fehlt. Auch die Sitze sind die Standardsitze, aber es ist für euch ja auch immer interessant zu sehen. Und wenn ihr sehen wollt, was es noch so gibt im VW ID.3, dann schaut unbedingt das Video da oben an, wo wir diese Grundausstattung hier mit der höchsten Ausstattung verglichen haben, um euch so ein Stück weit zu zeigen, ob es jede Ausstattung benötigt und vor allem auch, wie sich Funktionalitäten wie zum Beispiel das Head-Up-Display von im Alltag tatsächlich schlagen. Das Multimedia-Display hier in der Mitte ist aber immer Serie und zumindest im Jahr 2022 bekommt ihr das immer, denn ein Facelift soll bereits im nächsten Jahr kommen. Das Fahrerinfo-Display hier vorne, was wirklich sehr klein geraten ist,
und auch auf dem Lenkstock hier sitzt. Das heißt, es bewegt sich dauerhaft mit, ist immer in dieser Größe und serienmäßig. Und auch, dass der Gangwallhebel jetzt hier sitzt, das habt ihr immer mit dabei. Und der Innenraum ist sehr, sehr luftig gestaltet. Bedeutet, ihr habt gar keine klassische Mittelarmlehne mehr. Diese sind nur noch am Sitz und die Mittelkonsole hier ist dementsprechend sehr, sehr flach gehalten, um das luftige Design einfach nochmal weiterzutragen. Es ist je nachdem, wo man hinfasst, okay. Ich finde zum Beispiel das Lenkrad sehr, sehr angenehm und das hat auch eine schöne Haptik. Wenn man dann aber zum Beispiel in den Türtafeln sich bewegt, dann sind gerade so die Flächen, wo der Arm aufliegt, weich. Sobald der Arm aber irgendwo anders hinwandert, ist die Materialwahl vielleicht nicht die beste. Die Qualität ist natürlich VW-typisch gut, aber die Materialwahl, also die ausgewählten und verarbeiteten Materialien, hätten vielleicht ein Stück weit hochwertiger sein können. Seien es auch nur Softtouch an der Tür und dann eben auch andere Elemente, aber das haben wir schon zur Genüge gesagt. Hier in diesem Vergleich muss man aber definitiv sagen, dass der Innenraum sehr, sehr puristisch daherkommt, nicht auf einem Level wie beispielsweise bei einem Tesla Model 3, aber vor allem für VW-Verhältnisse. Mir gefällt es, dass dann zum Beispiel diese diffuse Beleuchtung dennoch da ist und auch, dass alles fahrerzugewandt ist, dass man dementsprechend ja alles in Griffweite hat und auch, dass zum Beispiel die A-Säule unterteilt ist, da kommen wir nachher noch mal drauf im Fahreindruck. Das hilft tatsächlich im Alltag. Ansonsten muss es auf jeden Fall den Geschmack der oder diejenigen von euch treffen, wenn man sich diesem Fahrzeug hier ja im Endeffekt dann nähert oder auch zutrauen möchte. Und mir persönlich sagt es immer wieder zu, ich finde, es ist was Neues und was Modernes, auch wenn das Display hier für meinen Geschmack einen Ticken zu klein ist. Und zum Thema Software kommen wir erst später noch. Auch wenn ich mir entgegen meiner Eltern, von denen wir uns heute für diesen Test hier das Auto ausgeliehen haben, das Glaspanoramadach immer hineinbestellen würde, finde ich auch hier in dieser Variante den Innenraum sehr, sehr luftig. Dazu dienen diese sehr großen Fenster, die wir eben auf beiden Seiten des Fahrzeuges haben und einen ganz guten Rundumblick. Ich finde auch, dass man sich hier hinten sehr wohl fühlt. Man rutscht so ein bisschen in die hinteren Sitze hinein, denn die sind sehr schräg gestaltet. Dadurch liegen die Oberschenkel aber sehr gut auf und ihr seht, der Vordersitz ist auf mich eingestellt. Dementsprechend ist hier sehr, sehr viel Platz. Gut, zugegebenermaßen, ich bin nur 1,73 Meter groß, aber dennoch hat man hier wirklich gut und viel Platz und das Ganze auch auf dem Mittelsitz, denn dazu dient hier unten vor allem diese gerade Bodenfläche, denn es gibt keinen Kardantunnel oder ähnliches, ihr könnt hier einfach durchgehen und es wirkt nochmal luftiger, weil es eben hier auch diese Mittelarmlehne nicht gibt. Trotzdem habt ihr hier unten zwei USB-C-Plätze, wo ihr eure Smartphones, Tablets oder was auch immer hier hinten anstecken könnt und je nach Variante gibt es ja dann hier vorn auch noch diese sportlicheren Sitze. Die schirmen dann ein bisschen die ganze Sicht und so weiter ein. Da könnt ihr mit denen hier besser fahren, vor allem wenn ihr hinten öfter Personen mitnehmt. Eine Mittelarmlehne gibt es hier leider bei dem Fahrzeug nicht. Die Rücksitzbank lässt sich aber im Verhältnis 40 zu 60 teilen, wenn ihr was Größeres mitnehmen wollt. Ja, und ansonsten ist die Materialwahl und die Qualität ähnlich wie vorne. Das heißt, hier sind überwiegend harte Elemente. Auch hier ist dann wieder Klavierlack, wie wir es vorne gesehen haben. Aber ich muss sagen, gerade was die Fußfreiheit und den Sitzkomfort angeht, sitzt man hier sehr, sehr angenehm und kann auch definitiv längere Strecken fahren. Zumindest zu viert, zu fünft vielleicht auch ein Stück, aber keine mehreren 100 Kilometer. Selbes Spiel dann auch hier im Megane, um euch einfach ein Gefühl vom Innenraum zu geben. Der Vordersitz ist genauso auf mich eingestellt. Ihr seht schon, der Sitz ist deutlich näher bei mir. Und auch meine Beine liegen nicht so gut auf. Das liegt daran, dass die hintere Sitzbank zum einen flacher ist und dass man im Innenraum anscheinend nicht ganz so viel Platz hat, denn meine Knie sind einfach näher hier vorne. Bedeutet, wir haben nicht ganz so viel Längsplatz in dem Fahrzeug. Und auch zur Breite hin muss man sagen, dass die Tür näher an mir dran ist und das ist gerade ein haptischer Punkt, dass hier hinten die Tür nicht so schön wie vorn hinterschäumt ist, sondern hier hinten einfach aus hartem Plastik ist. Das sehen wir oft in der Fahrzeugklasse, will ich jetzt auch nicht bemängeln. Ist aber einfach ein Punkt, der genannt sein muss. Was man aber dann im gleichen Atemzug benennen muss, ist, dass es hier hinten Luftausschirmer gibt. Denn diese gibt es im VW ID. 3 nicht. Und hier habt ihr aber die Möglichkeit, euch hinten eben entsprechend warme oder im Sommer kalte Luft hinausströmen zu lassen und darunter genauso zwei USB-C-Plätze und auch einen komplett ebenen Boden, sodass hier hinten auch entspannter Leute sitzen können. Das Problem ist dabei ein Stück weit, dass meine Füße nicht so einfach unter den Vordersitz können. Der ist also an sich einen Ticken tiefer und klar, wenn die vordere Person höher im Fahrzeug sitzt und den Sitz auch höher einstellt, dann passen die Füße wieder drunter. Aber wenn wir eben 1:1 die Sitzposition vergleichen, dann muss man das hier an der Stelle auf jeden Fall sagen. Und auch ansonsten ist es hier hinten deutlich gedrungener und dunkler. Es gibt ja gar kein Glaspanoramadach. Das ist weder eine Option noch Serie hier im Renault. Und auch die Fenster an der Seite sind deutlich schmäler. Das bedeutet, ihr seht einfach seitlich weniger raus. Es kommt aber auch weniger Licht hinein und dementsprechend ist es hier dunkler und dadurch wirkt es einfach ein Stück gedrungener. Und auch diese Vordersitze, ja, mit diesen, ich sag mal, Hörnern hier an der Seite, die einfach die Kopfstütze eher einfassen,
Die sind vielleicht für den Vordermann attraktiver, hübscher und geben einen Ticken mehr Seitenhalt. Für hinten wirkt das dadurch noch einen Ticken kleiner und dadurch ist man hier einfach so ein Stück weit mehr eingefangen, möchte ich mal sagen, im Fahrzeug. Es gibt genauso keine Mittelarmlehne, aber ich würde auch sagen, dass man hier mit 4 Personen locker unterwegs sein kann. Aufgrund des etwas weniger Fußplatzes sogar eher noch schwieriger insgesamt zu 5. Aber nichtsdestotrotz finde ich es gerade in der Klasse und immer mit der Maßgabe, wofür man ja solche Fahrzeuge nutzt, vollkommen ausreichend. Und ich fühle mich hier hinten auf jeden Fall wohl. Der ID.3 fährt sehr, sehr ausgewogen und das adaptive Magnetfahrwerk macht sich dabei auf jeden Fall bezahlt, denn ihr habt immer die Möglichkeit zwischen Komfort und Sport zu wählen. Das Ganze dann hier entsprechend über den Mode-Schalter. Ich finde aber, dass man vor allem den Heckantrieb sehr merkt und das ist natürlich von Vorteil, wenn man bedenkt, dass diese dann doch 204 PS ja irgendwo auf die Straße gebracht werden müssen. Und so hatten wir bei diesem Fahrzeug hier noch nie das Problem, dass es irgendwo hätte durchdrehende Räder oder ähnliches gehabt. Merkt euch das, das ist ein wichtiger Punkt für den direkten Vergleich. Und gerade auch was die Spritzigkeit angeht, da muss ich sagen, reichen mir diese 204 PS hier in dem Fahrzeug tatsächlich aus. Wenn man es dann im Verhältnis setzt zu einem ID.4 zum Beispiel, da finde ich es dort fast einen Ticken zu gering, wenn man das dann direkt im Vergleich sieht. Aber hier ist es okay, denn das Fahrzeug wiegt so 1,89 Tonnen, irgend sowas in der Richtung. Also es ist schon relativ schwer, aber eben noch nicht so schwer wie die größeren SUVs auf MEB-Plattformen. Und dementsprechend ist es noch irgendwo vertretbar. Und man muss ja auch sagen, so ein E-Auto ist ja nicht immer nur für das Thema ja, Sportlichkeit und so weiter da, sondern es ist halt einfach gerade in der Kompaktklasse auch ein vernünftiges Auto. Und das hat VW hier definitiv auf die Straße gestellt. Ich finde auch, dass man gerade mit den Assistenzsystemen sehr, sehr gut umgehen kann, dass das Ganze gut funktioniert und man so auch dann auf der Autobahn zum Beispiel mit dem Travel Assist, wenn man diesen eben hinzubucht, eine gute Lösung hat. Der ist eine Mischung aus einem aktiven Spurhalteassistent und einem adaptiven Tempomat. Und wenn man das eben beides mit hineinzieht und beides eben nutzt, dann hat man da schon eine sehr, sehr gute Funktionalität im Alltag und vor allem dann eben auch gerade auf der Langstrecke. Und wenn man dann hier so jetzt zum Beispiel auf einer Landstraße unterwegs ist, ich drücke mal voll drauf, dann geht da schon einiges, der geht gut vorwärts und ja, auch die Wendigkeit ist in der Stadt sehr gut, denn mit 10,20 Meter haben wir hier einen adäquaten Wendekreis. Da hat man natürlich auch nochmal den Vorteil aufgrund des Heckantriebes, weil man einfach dadurch auf der antreibenden Achse nicht lenkt, beziehungsweise auf der lenkenden Achse nicht antreibt. So rum ist es da, glaube ich, besser und sozusagen nochmal mehr Lenkeinschlag ermöglichen kann, um dann eben entsprechend noch einmal wendiger in der Innenstadt zu sein. Und mit 4,26 Meter, wir haben es direkt am Anfang gehört, ist das ja auch noch eine Länge, die da vollkommen okay ist. So kann man gut parken und es gibt ja auch sämtliche Assistenzsysteme, sei es eine 360-Grad-Kamera oder ähnliches, optional hier in dem Fahrzeug. Und ich muss sagen, dass das Fahrwerk sehr, sehr ausgiebig oder beziehungsweise sehr abgestimmt auf so ein alltägliches Fahrverhalten ist. Das ist aber auch ausreichend, denn man braucht eben nicht so ein sportliches Fahrzeug. Und ich habe da sowas gehört, dass eventuell bei einem möglichen Facelift dann ja auch die sportlichere GTX-Version kommt. Der Megane ist gerade im direkten Vergleich deutlich spritziger. Das merkt man nicht nur, wenn man hier in so einem Industriegebiet nach einer Kurve mal drauf drückt und es einen dann doch deutlich mehr in den Sitz zieht, als es noch beim ID.3 der Fall ist. Nein, das merkt man vor allem auch auf Landstraßen oder auch auf der Autobahn im oberen Bereich. Mit 165 km/h ist er auch etwas schneller als der ID.3, der so bei 162 km/h aufhört. Aber das ist natürlich dann eine Unterscheidung, die es kaum wert ist zu nennen. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Megane die Möglichkeit hat, One-Pedal-Driving zu nutzen. Bedeutet, er kann die Rekuperation so weit verringern oder beziehungsweise erhöhen, eher gesagt, dass die Beschleunigung verringert wird und ihr bis zum Stillstand rekuperieren könnt. Das heißt, ihr nehmt Energie auf und kommt dadurch zum Stehen und hat im Stadtalltag den Vorteil, dass ihr eben dauerhaft nur mit einem Pedal, deswegen eben auch One-Pedal-Driving, fahren könnt und so an Ampeln oder an allen anderen Situationen zum Stehen kommt. Finde ich persönlich sehr, sehr angenehm zum Fahren. Habe mit dem ein oder anderen ID-Fahrer auch schon geredet, die es auch sehr, sehr gern hätten, aber leider einfach von VW nicht bekommen. Ich weiß nicht, woran es da liegt. Hier ist es auf jeden Fall verfügbar. Was fällt mir sonst so auf? Der ist deutlich leiser im Innenraum und natürlich hier in dem Video geht es hauptsächlich einfach um den Vergleich. Wir haben ja zu beiden Fahrzeugen auch dedizierte Videos sowohl auf Langstrecke als auch im Alltagstest gemacht. Deswegen schaut da gern vorbei, wenn euch das entsprechend interessiert. Und ich muss aber sagen, dass der sich hier sehr, sehr angenehm fährt. Genau oder gerade auch wegen dieser deutlich besseren
Akustik im Innenraum, die man einfach verspürt, wenn man hier eben längere Zeit unterwegs ist, nicht nur auf Landstraßen, sondern auch auf der Autobahn. Und das führt dann nicht nur dazu, dass man sich im Innenraum besser unterhalten kann, nein, das führt auch dazu, dass ihr zum Beispiel bei Telefonaten aus dem Auto heraus deutlich besser zu hören seid. Ich weiß nicht, ob das dann nur an dem Mikrofon liegt oder eben hier auch entsprechend an der Akustik. Ich persönlich mag das Fahrverhalten von Megane sehr. Ich bin auch sehr überrascht, dass er eben einen sehr, sehr guten Wendekreis von in dem Fall jetzt hier 10,90 Meter hat, bedeutet 70 cm größer oder ja einfach weiter als der ID.3, aber das, obwohl der ja frontgetrieben ist, und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, denn er bekommt leider die Leistung nicht immer auf die Straße. Ich fahre jetzt gerade hier bei 90 km/h und ich drücke mal drauf und er drückt mich schon deutlich mehr in den Sitz, als es noch im ID.3 der Fall war, und das ist dann einfach spürbar und macht auch einfach mehr Spaß. Es sind nur 10 kW, aber das Fahrzeug wiegt ja auch im Schnitt so um die 100 bis 150 Kilo, je nach Ausstattung weniger, und das macht sich natürlich extrem bemerkt, gerade jetzt hier in so einem extremen Vergleich. Und ihr seht schon, es wird hier gerade ein Stück weit dunkler, und dementsprechend kommen wir auch mal noch zu dem Thema Licht, denn das ist ja immer wichtig, und da kommt der Megane leider nur mit normalen LED-Scheinwerfer, da ist jetzt kein abblendendes System oder ähnliches dabei, er kann nur automatisch ab- oder aufblenden, aber eben nichts ausklammern oder beziehungsweise nichts ausblenden dediziert. Das gibt es beim ID.3 optional dann schon, bedeutet, er kann eben entsprechend, wenn ihr einen Gegenverkehr habt oder hinter einem Fahrzeug herfahrt, könnt ihr dort eben dann den Gegenverkehr und den Vorausfahrenden ausblenden. Finde ich immer sehr angenehm und ist eine sehr, sehr gute Option, wenn man da eben Interesse hat, diese dann entsprechend zu ziehen. Von den Verbrauchswerten haben wir im Übrigen ermittelt, dass der Megane gerade im Alltag, so im Stadt- und Überland-Mix, immer eine Kilowattstunde mehr verbraucht als der ID.3. Auf der Autobahn war es aber genau umgekehrt. Da hat der ID.3 komischerweise einen Ticken mehr verbraucht als der Megane. Also wenn man es im Mix wahrscheinlich sieht, über das ganze Jahr hinweg, werden sie sich etwa die Waage halten. Was aber ja so ein bisschen aufgefallen ist, wir waren ja mit dem Fahrzeug hier beim eCannonball in Hamburg und haben dort versucht, wie sparsam man mit diesem Auto hier fahren kann, und wir kamen nie unter 14 Kilowattstunden, und beim ID.3, das Fahrzeug von meinen Eltern, die prahlen dann manchmal doch, dass sie deutlich geringere Verbrauchswerte im Alltag schaffen, wenn sie eben sehr, sehr sparsam fahren. Ja, das haben wir jetzt mit dem Fahrzeug hier nicht geschafft, ist aber auch, glaube ich, kein Anwendungsfall, den man so oft nehmen sollte, und für mich ist es dementsprechend sehr wichtig, dass beide Fahrzeuge in etwa die Waage halten, bedeutet, im Alltag kommt ihr so um die 350 bis maximal 400 Kilometer, und wenn ihr dann auf der Autobahn unterwegs seid, dann kommt es auf die Witterung Bedingungen an, dann sind es meiner Meinung nach zwischen 200 und 300 Kilometer, was aber wirklich okay ist. Zu einem Vergleich gehört aber natürlich auch die Ladeleistung, denn wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid, dann wollt ihr wissen, wie lange müsst ihr hier an einer Schnellladesäule laden, und dementsprechend haben wir gerade beide Fahrzeuge auf 18% heruntergefahren. Der ID.3 hinter mir steckt schon an, denn der Megane hat auf der Langstrecke und auf der Autobahn, wo wir gerade unterwegs waren, über eine Kilowattstunde weniger verbraucht, und dementsprechend mussten wir gerade noch ein paar Prozent verfahren, um jetzt eben hier mit beiden Fahrzeugen mit 18% hier an der Ladesäule zu stehen. Das ist ein ganz guter Wert zwischen 10 und 20%, und von denen laden wir jetzt auf 80% und finden eben heraus, wie lange wir dafür benötigen. Und dafür gehe ich hier bei mir in die Elva-App, ihr kennt das hier bei Jonas, und entsperre einmal die Ladesäule, gehe dafür aber erstmal rüber und schaue, welche wir überhaupt benötigen. So, einmal hier das Fahrzeug öffnen und die Ladeklappe vorne rechts öffnen. Beim ID.3 ist im Übrigen hinten rechts, also gleiche Seite, aber eben verschiedene Positionen. Bei so einer Ladesäule, die neben einem steht, macht es keinen großen Unterschied. Nur wenn ihr nach vorn oder eben nach hinten an eine Säule ranfahren müsst, macht es den Unterschied. So, einmal Elva-App nehmen, entsperren. Einfacher kann man tatsächlich keine Säule entsperren im Alltag. Und wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann schaut unbedingt mal unterhalb des Videos vorbei. Da haben wir für euch einen Link und einen QR-Code, wo ihr das Ganze auf dem Handy mal testen könnt. So, als hättet ihr selber schon die Elva-App. Und da könnt ihr die ersten 10 Minuten DC, also zum Beispiel hier an so einer Säule, oder die erste Stunde AC, also an einer innerstädtischen Säule, kostenlos laden. Einfach mal, um zu erfahren, wie gut tatsächlich diese App funktioniert und eben die Usability ist. Ich halte jetzt hier noch ein bisschen, denn das Fahrzeug braucht immer eine Zeit lang, bis es sich mit der Säule verbindet. Und wir stoppen in dem Moment in der Elva-App die Zeit, wie lange es dauert vom Entsperren bzw. Connecten bis dann auf 80%. Jetzt hängen wir hier dran und wir schauen mal, mit wie viel kW wir jetzt hier reinladen, denn
Der VW hatte gerade 115 kW. Der hat noch die 2.3er Software. Wenn euch das interessiert, da kommen ja Software-Updates und mit der 3.0 Software wird sich noch mal einiges tun. Aber hier sind wir jetzt auch bei 114 kW Ladeleistung. Ähnlich wie beim ID.3 dann an der Stelle. Sehr, sehr interessant. Denn das Fahrzeug hier kann knapp 130 kW Nennleistung maximal. Das schafft er aber nur so bei 10%. Und der ID.3 kann um die 120 kW und das auch bei 10%. Wir nutzen den Ladestopp jetzt hier im Fahrzeug, um kurz noch auf das Infotainment einzugehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben hier jetzt das optionale 13 Zoll große Infotainment-Display. Das gibt es ja auch, wie vorhin gesagt, ungefähr halb so groß. Die Software an sich ist aber die gleiche. Hier drauf läuft Android Automotive. Was bedeutet das? Ihr habt hier einen Play Store von Google, denn es ist ja ein Google-basiertes Betriebssystem und da könnt ihr euch dann verschiedene Apps herunterladen, verschiedene Mediatheken, Podcast-Player und so weiter und könnt somit das Fahrzeug für euch individuell anpassen. Der Vivaldi Browser kann dabei dann zum Beispiel, wenn er funktioniert, was er bei uns leider nicht gemacht hatte, in der YouTube-App bzw. dann auf der YouTube-Webseite eben Videos abspielen, wenn ihr hier im Stand seid. Und ja, wir haben das schon mal ausprobiert, da ging das hier im Testfahrzeug jetzt in dem Moment leider nicht. Das bedeutet aber genauso, dass ihr zum Beispiel Spotify nativ hier auf dem Fahrzeug nutzen könnt, um so eben dann eure Musik abspielen zu können und das ohne, dass ihr ein Handy verbinden wollt oder könnt. Und wenn ihr dann Musik hier nochmal extra hören möchtet bzw. ein ganzes Interface haben wollt von eurem Handy, dann könnt ihr wahlweise hier Apples CarPlay oder aber auch Android Auto kabellos hier drauf verbinden. So, wir packen das ja einmal drauf vom Google Pixel 6a, mit dem wir euch das ja meistens zeigen. Einmal hier zulassen. Und dann könnt ihr hier eben genauso auch mit eurem Android-Gerät das Ganze auf das Fahrzeug spiegeln. Die Navigation basiert dann im Übrigen auch auf Google. Bedeutet, wenn ich jetzt hier einmal nach Berlin fahren möchte, dann ist es diese Oberfläche, die man auch sonst von Google Maps kennt. Das lädt dann kurz. Ich kann die Ladestops entsprechend hinzufügen. Diese werden angepasst und dann sind die hinterlegt. In dem Fall jetzt sogar sehr gut. Wir hatten leider manchmal das Problem, dass zu lange Ladestops waren. Jetzt hier zum Beispiel auch diese 55 Minuten am vierten Ladestop eben. Das ist einfach zu lang und das müsste man nicht einplanen, denn das Fahrzeug an sich kann ja entsprechend schneller laden und wenn man dann eben sagt, man lädt zum Beispiel nur bis 70-80%, dann ist es weit von dieser knappen Stunde entfernt. Das muss noch ein bisschen überarbeitet werden, aber gerade diese Ansicht und die Darstellung und auch, dass man weiß, mit wie viel Prozent man an welcher Ladesäule und vor allem dann auch final am Ziel ankommt, das ist schon sehr, sehr gut und gefällt mir hier im Fahrzeug wirklich. Man hat dann hier noch ein paar Anpassungsmöglichkeiten und natürlich auch den Bereich der ganzen Einstellungen. Das war es aber im Großen und Ganzen. Vielleicht kann man noch erwähnen, dass die Klimatisierung hier unten direkt über Tasten funktioniert. Das heißt, sowohl die automatische Einstellung als auch das Aktivieren bzw. Deaktivieren läuft über diese Leiste hier unten. Und nur manche Sachen wie die Lenkrad- oder Sitzheizung ist dann über Touch-Bedienungen. Da gibt es aber kein Extra-Menü, sondern das ist alles direkt hier integriert. Im ID.3 haben wir dann standardmäßig dieses 10-Zoll-Display. Und ihr seht schon, hier gibt es so Wischgesten im vorderen Bereich, die mal mehr, mal weniger funktionieren. Und ihr habt eine Kachelübersicht, sowohl was die Apps angeht, als auch im allgemeinen Betriebssystem. Und da könnt ihr euch dann verschiedene Elemente eben hier hinziehen und auch durch langes gedrückt halten, diese entsprechend anpassen, wenn sie möchten. Und dabei muss man sagen, dass das System hier, wie gerade schon angesprochen, nur die Software 2.3 hat und nicht die aktuellste Version. Wir konnten euch, wenn euch das interessiert, in einem dedizierten Software-Video bei VW zeigen, was es alles Neues gibt mit der neuen Software-Generation. Und ich muss so sagen, da ist schon einiges deutlich besser als das, was hier aktuell und vor allem auch damals bei der Auslieferung noch geboten wurde. Und wenn man dann hier hineinspringt, dann hat man auch beispielsweise die Möglichkeit, direkt in Apples CarPlay hier hineinzuspringen, kann das Ganze auch kabellos nutzen und auch Android Auto läuft hier drauf entsprechend kabellos. Das Ganze funktioniert mal mehr, mal weniger flüssig und zuverlässig und da kommt auf jeden Fall mit dem Software-Update nochmal einiges hinzu. Mir gefällt tatsächlich die Menüstruktur und die Oberfläche hier. Das haben sie bei VW echt schön gemacht. Das ist intuitiv und man findet alles und es ist auch sehr schön ansehnlich, aber die Performance fehlt halt. Und das geht dann auch weiter, wenn man beispielsweise hier in die Routenplanung gehen möchte und ich gebe hier einfach einmal ein, dass ich eben nach Berlin fahren möchte. So, Berlin eingeben, Ziel aussuchen und dann einmal auf Starten gehen, dann dauert es kurz. Man sieht schon hier, dass eben das Ziel nicht mit dem aktuellen Akkustand von ungefähr knapp über 50% erreicht werden kann. Und dann sehen wir jetzt hier auch entsprechend Ladestops. Die sind jetzt alle um die
45 bis eben 50 Minuten, was deutlich zu lang ist und auch nochmal angepasst wird. Das ist auch in aktuellen Softwarevarianten und auch bei gewissen Fahrzeugen schon verfügbar, kommt auch auf dieses Fahrzeug hier. Das heißt, alle ID-Modelle bekommen die neue Software. Da bekommt man dann auch nochmal mehr Informationen, auch zu den einzelnen Ladepunkten. Beispielsweise hier würde ich dann sehen, von wie viel auf wie viel Prozent ich tatsächlich laden muss und wann ich dann weiter kann. Das Ganze ist besser integriert und es kommen auch keine Fehler mehr, dass beispielsweise nur 50 kW Charger eingeplant werden, die das Fahrzeug ja dann ja zwar nutzen kann, aber die einfach zu langsam wären im Vergleich zu dem, was das Fahrzeug ja an Ladeleistung abrufen kann. Dementsprechend, da sei gesagt, VW hat das Update schon da und es kommt auch bald, was das ganze Infotainment-System nochmal besser macht. Bei Renault hoffe ich so ein Stück weit, dass es vielleicht kommt, gerade was die Routenplanung angeht und vielleicht auch die Ladeleistung, aber zu der kommen wir ja jetzt, denn wir springen jetzt an den Punkt, wo beide Fahrzeuge bei 80% sind und vergleichen mal die Werte. Die Klimasteuerung ist beim VW im Übrigen im Gegensatz zum Renault komplett touchbasiert, das heißt, ihr könnt sie hier aktivieren und einzig die Temperatur kann man hier über leider nicht beleuchtete Schieberegler und Wischregler sozusagen einstellen. Alles andere funktioniert dann hier rüber, sowohl die Intensität als auch die Sitzheizung und zum Beispiel auch die Lenkradheizung. Nur Shortcuts, wie beispielsweise, dass man mit zwei Fingern hier draufklicken kann, um entsprechend dann die Sitzheizung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren in den jeweiligen Stufen, ist da hinterlegt. Der Rest funktioniert dann nur über das Display. 30 Minuten von 18 auf 80% ist eigentlich ein ganz guter Wert und den hat der VW ID.3 erreicht und der war damit deutlich besser als der Renault Megane, denn da haben wir ja das gleiche aufgenommen und da waren wir bei 37 Minuten von 18 auf 80%. Hat mich tatsächlich jetzt ein Stück weit enttäuscht, denn wir hatten den ja jetzt lang im Test, sind über 3000 Kilometer mit dem gefahren und da hatten wir auch teilweise von 10 auf 80% in 36 Minuten. Wer weiß, woran das heute hier gelegen hat, aber so dass ihr einfach wisst, wo der Bereich ist. Und ich weiß, dass das ein realistischer Wert auf jeden Fall beim ID.3 ist und ich weiß nicht, warum der Megane heute jetzt hier leider geschwächelt hatte. Interessant ist aber, dass der Megane bei 70% 29 Minuten gebraucht hatte und ich habe es hier vom ID.3, der war nach, so, hier haben wir es, 23 Minuten auf 70%. Und da merkt man so ein Stück weit, dass es sich dann teilweise echt lohnt zu sagen, gut, man fährt einfach und lädt nur bis 70% und fährt danach dann wieder weiter, denn 23 Minuten Ladestopp ist vollkommen okay. Wenn ihr euch dann traut, dann fahrt ihr vielleicht auch weiter runter, nur bis 10% oder vielleicht noch tiefer. So könnt ihr dann den gleichen Bereich oder Prozentpunktewert nachladen, den ihr jetzt eben hier von 18 auf 80 geschafft habt. Und dann spart ihr euch auf jeden Fall einiges an Zeit. Und da kann ich, das machen wir immer, nur auf A Better Route Planner verweisen, eine App, die euch einfach die Ladepunkte effektiv hinterlegt, sodass ihr dann ja besser ankommt und das Ganze eben zeiteffizienter. Und man lädt so ein Fahrzeug ja natürlich nicht nur an der Schnellladesäule, sondern auch öffentlich oder zu Hause. Da lädt der VW ID.3 dann serienmäßig immer mit 11 kW und beim Megane kommt es darauf an, was ihr für eine Ausstattung wählt. Denn da geht es zum einen bei einphasig und 7 kW Ladeleistung los oder wenn ihr die Option zieht, dann habt ihr wie hier 22 kW Ladeleistung. Bedeutet für euch zu Hause, bei den meisten aber trotzdem nur 11 kW Ladeleistung und das ist ja auch vollkommen ausreichend, um eben über Nacht voll zu werden und das ist natürlich dann auch abhängig von eurer Wallbox. Das heißt, wenn ihr eine 22 kW Wallbox zu Hause habt, dann lohnt sich vielleicht der Megane in dem Fall sogar mehr, weil er dann relativ schnell sogar in 3 Stunden das Fahrzeug wieder voll bekommt. Ich fand es aber gerade im Alltag in der Stadt, wenn man irgendwo mal kurz auf einem Shoppingbummel unterwegs war, sehr, sehr angenehm, dass man einfach nach 3 Stunden schon wieder ein komplett volles Auto hat. Das dauert dann beim VW ID.3 so 5 bis 6 Stunden. Sollte aber meiner Meinung nach definitiv nicht ins Kalkül ziehen bei der Kaufentscheidung. Und welche Kaufentscheidung ihr jetzt treffen müsst, das ist euch überlassen. Denn ich lasse bei diesen Vergleichen immer so ein Stück weit das Ende offen. Klar, mein persönlicher Favorit wäre in dem Fall, und da tut es für meine Eltern leid, tatsächlich der Renault Megane, auch wenn ich tatsächlich die Ladeleistung gern vom ID.3 hätte. So ein bisschen die Hoffnung ist ja da, dass irgendwann ein Update kommt und der Megane dann auch schneller laden kann. Aktuell ist es aber noch nicht der Fall und wenn ihr viel unterwegs seid und sagt, ihr wollt auch längere Strecken fahren, dann ist der ID.3 wahrscheinlich die bessere Wahl und dann vielleicht ja sogar mit dem großen 77 Kilowattstunden Akku, der nochmal deutlich mehr Ladeleistung bzw. Reichweite einfach mit sich bringt. Für mich persönlich ist aber gerade das Interieur und auch
einfach das äußere Erscheinungsbild noch mal einen Ticken weiter. Und da bin ich gespannt, was VW jetzt mit einem Facelift nachliefert. Von mir war es das zu diesem Video. Ich bin mega gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Schreibt mir gerne, was euer Favorit wäre. Oder habt ihr eine Alternative in der Kategorie, an die wir gar nicht gedacht haben? Schreibt es gerne mal unten rein. Welche Fahrzeuge sollen wir vergleichen und was ist euer Eindruck hierzu? Das interessiert mich wirklich mega. Lasst uns da unbedingt kommentieren und untereinander uns austauschen. Dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin. Ciao.